Sie sind hier, 6. August 2018, 23.36 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Peter Gojovcuk ist die Nummer 48 der Weltrangliste. Urheberrecht Getty Images. Peter Gojovcuk steckt weiter im Formtief. Beim ATP-Turnier in Toronto verliert er in der ersten Runde gegen einen Spanier klar in 2 Sätzen. Für Peter Gojovcuk ist das ATP-Turnier in Toronto schon nach der ersten Runde beendet. Der 29 Jahre alte Münchner war beim 2:6 gegen den Spanier Fernando Verdasco chancenlos. Gojovcuk hatte schon vor 2 Wochen beim Turnier am Hamburger Roten Baum enttäuscht und war in der ersten Runde in 2 Sätzen am ungesetzten Chilenen Nicolas Jarry gescheitert. DATENCENTER, Ergebnisse aus Toronto. Letzter deutscher Teilnehmer in der kanadischen Metropole ist Alexander Zverev, der am Sonntag beim Turnier in Washington seinen Vorjahressieg wiederholt hat. Zverev wartet noch auf seinen Gegner, die Nummer 2 der Setzliste. Der Weltranglisten-Zweite Roger Federer hatte seinen Start wegen Schulterproblemen abgesagt, trifft in der Runde der besten 32 auf den Spanier David Ferrer oder den US-Qualifikanten Bradley Klan. Von Sportinformationsdienst.